Die neue Staffel Let's Dance ist gerade voll im Gange. Wöchentlich begeistern uns Promis und Profitänzer mit ihren tollen Performances und kämpfen um den Titel des Dancing Star 2021. Doch dieses Jahr läuft einiges anders. Denn gleich mehrere wichtige Tanzurgesteine sind, sehr zum Bedauern ihrer Fans, in der neuen Let's Dance Staffel nicht dabei. So hat Massimo Sinato für dieses Jahr eine Auszeit genommen, aus einem schönen Grund. Er wird zum ersten Mal Vater. Er und Moderatorin Rebecca Mir erwarten 2021 ein Baby. Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment nutzen, um meine Frau in diesem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen und mich voll und ganz auf die kommende Zeit als werdender Vater zu konzentrieren, so Massimo in einem Instagram-Post. Isabel Edvardsson erwartet ebenfalls ein Baby. Die Profitänzerin ist aktuell hochschwanger und erwartet ihren zweiten Nachwuchs. Deshalb wird auch sie dieses Jahr pausieren. Auch Regina Luca, Alona Oelin und Nikita Kuzmin tanzen dieses Jahr nicht auf dem Let's Dance Parkett. Doch damit nicht genug. Auch Erich Klann ist überraschenderweise nicht dabei. Mehr als 10 Jahre lang war er als Profitänzer bei Let's Dance und führte Promi-Damen übers Parkett. Auf Instagram erklärte Erich in einem langen Text den Grund für seinen Ausstieg 2021. Er schrieb: Ein paar Fragen, die mich in letzter Zeit stets begleitet haben, sind: Wie lange werde ich noch eine gefühlte Ewigkeit von meiner Familie weg sein? Wann habe ich die Zeit, ein Haus zu bauen, endlich zu heiraten? Die Antwort ist: Jetzt. Er glaube daran, dass die einzige Konstante die Veränderung sei und wisse, dass die Veränderung mit seiner Familie stattfinden soll und wird. Erich habe sich bereits im Dezember letzten Jahres dafür entschieden, eigene Projekte wie die eigene Fitness, unsere Tanzschule, neue TV-Formate, Eigenheim und familiäre Aufgaben angehen zu wollen. An seiner Seite natürlich immer seine Verlobte Oana Nikiti, die auch Profitänzerin bei Let's Dance war. Ganz ohne das Showformat scheinen sie trotzdem nicht leben zu können. Sie kommentieren die vergangenen Shows nämlich in ihrem Podcast Tanz oder gar nicht. Dort hatten sie in ihrer letzten Folge für eine bestimmte Person kein Verständnis und wählten harte Worte. Jorge González kommt bei dem Tänzerpaar nicht so gut weg, wegen einer Äußerung, die er in der letzten Show vom Stapel ließ. Seine Kritik an Simon Zachenhubers und Patricia Belousovas Contemporary können die beiden nicht nachvollziehen. Jorge gab an, dass Simon mehr auf seine Schulterlinie achten solle, für Oana und Erich nicht zu verstehen. Wenn ich da stehen würde, dann würde ich ihm sagen: Was redest du da? Wovon redest du? Aus welchem Finger zauberst du dir solche Wörter und vor allem, woher nimmst du dir die Macht und das Recht, darüber zu reden? Scheint, als könnten die beiden den Juroren nicht wirklich ernst nehmen. Ihr abschließendes Urteil: Jorge sollte lieber nur noch über Salsa und seine Frisuren reden. Autsch!